Yo, mi Baduja, liebe Freunde, herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich möchte schon wieder nach Hause. Mir ist so kalt. Boah. Also hier ist gerade richtig übel. Richtig, richtig übel. Ich muss auch irgendwie meine Kapuze gleich erstmal aussetzen. Das ist echt nicht cool. Ich merke meine Ohren jetzt schon nicht mehr. Und ich bin gerade, weiß ich nicht, 20 Meter vom Auto weggegangen. Boah. Ob es so klein ein bisschen windig ist? Ich weiß ja nicht. Naja, aber immerhin können wir feststellen, der Vorteil, Bay zu reiten, ist ganz klar. Man sieht mich nicht. Nee, den reite ich ja jetzt eben mit Halsring und ohne alles. Das heißt, ich muss auch nicht groß putzen. Das ist halt ganz cool. Ja, ich hole mir jetzt meinen Halsring. Dann rubbel ich einmal mit der Hand drüber, kratze die Hufe aus und dann kann ich ja schon los. Ja, heute kein hübsches Pony. Halsring ist am Start. Jetzt fehlt nur noch das Pony dazu. Oh, ein bisschen dunkel hier. Hallo? Hier ist kein Pferd. Knödi, kommst du rein? Meint ihr, er kommt oder wir müssen ihn abholen? Ich bin gespannt. Naja, Hufkratzer ist auf jeden Fall schon am Start. Und Pony! Ah, hey! Na? Du Sissi! Ja, du läufst immer bis in die Kamera rein, ne? Monster. Du bist ein Quatschkopf. Du bist schon auch ein bisschen seltsam. Naja, okay, Hufe auskratzen, da nehme ich euch jetzt nicht beim mit, weil hier ist dunkel, hier sieht man eh nichts und ich halte auch was vor die Kamera. Hoppala! Ich heute ein bisschen früher zum Stall hätte fahren sollen, damit ich nicht ganz im Dunkeln hier rumspringe. Ja, vielleicht. Naja, so, da ist der Knödi, der ist fertig, Halsring ist drum, Hufe sind ausgekratzt. Und ja, die Motivation suchen wir jetzt noch und dann kann es auch schon losgehen. Ja, ich freue mich sehr. Ich hoffe, er hat heute Bock und ist motiviert. Sonst wird es halt nur eine ganz kurze Einheit. Ja, oh. Oh, Pony, ey. Er macht mich wahnsinnig. Naja, jetzt sind wir in der Halle. Stepped into my life, such a magic feeling. We tore down my walls. I wish I could go back to right before you told me. I'd try to change it all. But look at us now, could have gone so far. It hurts to realize we're parted. Yeah, look at us now, this is who we are. And I just know things will never be the same. We're like strangers again, again, again. Strangers again, again, again. We're like strangers again, again, again. I just know things will never be the same. We're like strangers again. Okay, Knödel ist richtig on fire. Der ist noch im Rennen. Ich kriege den überhaupt nicht an die Himmel, zumindest ist rechts rum nicht. Ich gehe jetzt hoch, hol mir das Knotenhalfter und reibe mir noch ein paar Runden Bescheid. Ja? Ja. Du Bilder. Jo. In heaven, we said we'd reach the stars. Look at us now, could have gone so far. It hurts to strangers again, again, again. Like strangers again, again, again. So, der Knödel und ich sind jetzt fertig. Jetzt habe ich die Kamera gerade schon weg und habe jetzt noch ein bisschen Bodenarbeit gemacht. Boah, weil der so an ist, dass der jetzt noch mehr bewegt ist. Und der ist immer noch nervig. Der hat heute echt Energie für 10.
Ich bin fix und fertig. Ja, draußen ist es mittlerweile auch stockdunkel. Das heißt, ich verabschiede mich auch hier schon mal von euch, weil ich stelle mir jetzt gleich eh nur noch rein und dann gehe ich direkt ins Auto, um wieder ins Warme zu kommen. Was machst du da schon wieder? Danke. Ja, demnach, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like, ein Abo und eine aktivierte Glocke da. Und denkt immer dran, jeder Tag, an dem ihr noch Pferd riecht, ist ein guter Tag. Das war's zwar mit dem heutigen Video, aber wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann klickt doch einfach hier bei Joey oder auch hier bei Duke. Also ich glaube, ich würde bei Joey klicken. Nee, doch bei Duke. Oder doch bei Joey. Oder erst bei Duke und dann bei Joey. Ich glaube, das klingt nach einem Plan.